Hallo liebe Zockerfreunde, herzlich willkommen zurück zum siebten Let's Play-Teil der Zelda-Reihe Link to the Past. Zwischen dieser und der letzten Folge liegen, glaube ich, 2 Wochen. Ich brauchte mal eine kleine Pause. So. Geht's weiter. Wie ihr unten rechts im Ausrüstungsmenü seht, habe ich immer noch das erste Schild. Ich habe mal ein Video gesehen, wo man das rote Schild bekommen kann. Und das hole ich mal jetzt. So, jetzt erstmal wieder eine Steuerung hier gewöhnen. So. Lang ist es her. So, hier raus. Und. Gehen wir doch erstmal in die Lichtwelt. Oh, toller Spawnpunkt. So, wo war das denn? Am besten zur 2. War das die 2? Oha, ich glaube schon. Kann auch sein, dass ich mich jetzt hier total verlaufe. Ja, in diesem Video habe ich auch, ja, als ich das gesehen habe, das sind so viele Erinnerungen wieder wach geworden oder auch nicht, weil es gab so viele Sachen, die kenne ich gar nicht mehr. Ne? Also ich habe das Spiel das letzte Mal vor 20 Jahren gespielt. Ich glaube, das war hier, oder? War das hier? Ja. Wo ist rein da jetzt? Ach, ist klar, dass man da mal was vergisst. Ja, genau, das ist hier. Brunnen der Wunder. Jo, werfen wir doch mal was rein. Und zwar. Musste man hier nicht Gold reinwerfen? Oder Rubine? Nehmen wir doch erstmal den Boomerang. Genau, die Fee, die gibt uns jetzt. Jupp, das war ich. Den Zauberboomerang. Tada! Cool. Hier raus. Was war das hier auch mit dem Schild? Bin gespannt. Jo. Geil, es hat geklappt. Juhu. So, neues Schild. Neuer Boomerang. Können wir den zweiten Boss machen in der Schattenwelt. Ja. Muss mal hier oben hingehen. Vogel rufen. Und zur 7. Oder? Ne, erstmal zur 2 und hole ich mir mal so magische Tränke. Ich hab's ja. Achso, ja, Flöte. Das.
Eigentlich könnte ich, oder? Ich überlege gerade, zur 1 zu gehen, weil da oben gibt es ja noch dieses andere Amulett des Sturms. Heißer Sturm. Feuer, Erde und. Ich glaube Sturm, oder? Ne, ich mache jetzt mal hier weiter. Ja, schneller ist auf jeden Fall. So, Spiegel. Ich versuche jetzt auch mal die Let's Plays ein bisschen kleiner zu machen. Also nicht wieder 90 Minuten, sondern das ist ja extrem viel. Na? So. Muss ich mal auf die Uhr achten. So, ich glaube 6 Minuten sind jetzt vergangen. Schauen wir mal, ob ich hier noch das Verlies beenden kann in diesem Let's Play. Na? So. Achso, machen wir das hier mal. Kommt der sonst nie zum Einsatz. Ich hab die nur geschlagen. Oh. Mach dann nicht. Ne? Wir haben auf den Boomerang wechseln. Fühle ich mich sicher. Hier komme ich noch nicht um. Nee. Oder habe ich den schon? Den Schlüssel? Nee, ne? Nein. Okay. Wo war das? Oben? Oh, geht doch da hoch. Feuergeschosse kann das Schild abwehren, aber keine fliegenden Knochen. Logisch. So, komm her. Ach, Mann. Wenn ich nur ein bisschen ungesprächig wirke, liegt es daran, dass ich gerade aufgestanden bin. Also nicht gerade, sondern vor einer Stunde. Ich brauche ein bisschen Zeit, bis ich morgens reden kann. Boah. Und bis ich richtig spielen kann. Stock trinken.
Ha, toll. Ich glaube, in der Truhe da oben müsste auch der große Schlüssel drin sein. Ich hoffe es jedenfalls. Ja, ist klar. Okay, dann war es hier nicht. Gehen wir woanders lang. Naja, wie gesagt, nach 20 Jahren kann man mal so die ein oder andere Kleinigkeit vergessen. Hier noch irgendwo hin. Lass mich in Ruhe. Da auch nicht. Karte, sagt die mir was? Nee, von da komme ich ja gerade. Ja, das muss doch da irgendwo sein. Und wenn ich hier lang zurückgehe, komme ich ja zum Eingang und da geht's nicht lang. Ja, geht ja schon gut los hier mit Tränken einwerfen. Ja. Versuche ich hier nochmal mein Glück. Vielleicht habe ich ja irgendwas übersehen. Geht's da lang auch nicht. Ach. Ist da oben noch? Da ein Hähnchen? Nee, ne? Ach, was soll's? Hier rein. Ja, und bis zu 50 Bomben kann man tragen. Sowie 70 Pfeile. Habe ich gesehen. So, wenn ich den da jetzt haue, komme ich da unten aber nicht mehr durch. Sprich, ich muss hier lang. Und dann wieder unten lang.
So. Wo bin ich hier? Ha! Also da muss jetzt aber der große Schlüssel drin sein. Na, endlich. So, bis zur Truhe mache ich noch und dann kurze Pause. Aber endlich. Der Enterhaken. Ja. Der macht das hier. Der funktioniert nur, wenn da Objekte sind, womit man sich halt rüberziehen kann. Also so ins Leere funktioniert er nicht. Man kann auch Gegner damit verletzen. Beziehungsweise töten. Also der funktioniert ähnlich wie der Boomerang, nur dass man sich halt an Gegenstände ranziehen kann. So, irgendwo war hier noch ein Schlüssel. War das hier? Okay, hier rüber noch. Und weiter geht's im nächsten Teil. Bis dahin, schönen Tag euch noch.